März 1920. Seit 1,5 Jahren ist Deutschland Republik. Das Volk gewöhnt sich allmählich an den Gedanken, dass es keinen Kaiser mehr gibt. Reichspräsident ist Friedrich Ebert, ein Sozialdemokrat. Seine Partei bildet zusammen mit dem Zentrum und den Demokraten eine Koalitionsregierung. Das sozialliberale Bündnis stößt nicht nur bei dem nationalen Bürgertum auf Ablehnung. Auch große Teile der Arbeiterschaft wenden sich von der Regierung ab. Die Hoffnungen, die die Revolution von November 1918 geweckt hatte, haben sich in ihren Augen nicht erfüllt. Vor allem den Sozialdemokraten werfen sie vor, die Interessen der Arbeiter vernachlässigt zu haben. So etwa in der Frage der Sozialisierung, die von der Regierung nur sehr zögernd angegangen wird. Die schärfsten Widersacher und Gegner findet die Regierung aber in den Reihen der Reichswehroffiziere und der Freikorpsverbände. Die Freikorps sind zu einem Sammelbecken konservativer und nationalistisch gesonnener Offiziere und Soldaten geworden. Ursprünglich als militärische Schutztruppe für die Ostgebiete aufgestellt, werden sie von der Regierung mehr und mehr bei Unruhen und Streiks in den industriellen Zentren eingesetzt. Am 13. März marschieren Elitetruppen der Freikorps in Berlin ein und besetzen das Regierungsviertel. Der Putsch verläuft unblutig. Die Regierung flüchtet. Die Führung der Reichswehr weigert sich, gegen die Putschisten vorzugehen. Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr, so heißt es. An der Spitze der Putschisten stehen der rechtsextreme Politiker Wolfgang Kapp und Generalleutnant von Lüttwitz, der ranghöchste Offizier des Heeres. Gegen ein sozialistisches Deutschland und gegen eine parlamentarische Demokratie. Darin sind sich die Putschisten einig. Ein klares politisches Programm gibt es jedoch nicht, außer dem einen Gedanken, dass man wieder an die Traditionen des Kaiserreiches anknüpfen möchte. Vor ihrer Flucht aus Berlin rufen die der SPD angehörenden Regierungsmitglieder noch zum Generalstreik auf. Die eigentlichen Initiatoren und Führer des Streiks sind aber die freien Gewerkschaften. Die Nachrichten von den Ereignissen in Berlin eilen wie ein Lauffeuer durch die ganze Republik. Zwar sind es in erster Linie die Parteien der Linken, die zum Kampf für die Republik aufrufen, aber auch in bürgerlichen Kreisen stößt der Putsch auf Ablehnung. Der Aufruf zum Generalstreik findet daher in der Bevölkerung breiteste Unterstützung. Im Ruhrgebiet liegen sämtliche Zechen still. Kein Kohlenzug verlässt das Revier. Über die politische Zielsetzung des Generalstreiks ist man sich auf der Seite der Linken insoweit einig, als ein Erfolg des Putsches von rechts verhindert werden soll. Die Kommunisten jedoch haben weitergehende Pläne. Sie wollen die Gelegenheit benutzen, eine Räterepublik zu errichten. Allerdings ist zu dieser Zeit die KPD im Ruhrgebiet noch relativ schwach. Zahlenmäßig stärker sind hier die sogenannten Syndikalisten. Als Anhänger einer radikalen Basisdemokratie treten sie ebenfalls für eine Räterepublik ein. Ob der Generalstreik zum Erfolg führen kann, hängt nicht zuletzt vom Verhalten der Reichswehr ab. Im Ruhrgebiet steht die Reichswehr vor einer besonderen Situation. Nach dem Versailler Friedensvertrag muss praktisch das ganze Ruhrgebiet von Militär frei bleiben. Das linke Rheinufer wird von den Siegermächten als Besatzungszone beansprucht.
Auf der rechten Rheinseite besteht eine 50 Kilometer breite neutrale Zone. Dazu gehört praktisch das ganze Ruhrgebiet. Die englischen Truppen haben außerdem einen Brückenkopf bei Köln zugesprochen bekommen, der sich bis ins Bergische Land erstreckt. Unter den Reichswehroffizieren findet der Putsch viele Anhänger. Die meisten aber warten zunächst einmal ab. So auch Generalleutnant von Watter, der zuständige Befehlshaber für das Ruhrgebiet. Seine Haltung ist zumindest zweideutig. Da sich jedoch eine Reihe seiner Truppenkommandeure sofort auf die Seite der Putschisten stellen, muss die Bevölkerung den Eindruck gewinnen, dass die in der Umgegend des Ruhrgebiets stationierten Truppenteile mit den Putschisten gemeinsame Sache machen. Zwei Tage nach dem Putsch lässt General von Watter Truppen des Freikorps Lichtschlag in das Ruhrgebiet einrücken. Sie sollen angeblich drohende Unruhen unter den Arbeitern niederschlagen. Die Nachricht vom Anrücken der Truppen alarmiert die Arbeiterschaft. Sie wollen nun von den Offizieren selbst wissen, auf welcher Seite sie stehen. In Wetter, einem kleinen Industriestädtchen im Ruhrtal, wird der Zug mit den Soldaten aufgehalten. Als die Offiziere erklären, auf dem Boden der neuen Regierung Kap Lüttwitz zu stehen, wird das zum Signal.